als ich dich holte. Ja, so aus dem Kreißsaal, weißt du, wenn du nachts Dienst hast und fast einschläfst und dann sagt einer, was haben eine Hebamme und eine Katze gemeinsam? Beide sitzen vorm Loch und warten. Das ist schon scheiße. Bring ihn nicht, ich sag doch, bring ihn nicht. So, ihr Lieben, Spaß beiseite. Meine liebe Hebamme Janice ist wieder zu Besuch und wir sind heute sportlich gekleidet, weil wir wollen euch Übungen zeigen, die ihr direkt nach der Geburt machen könnt. Dann legen wir jetzt auch mal los. Isa, lass uns erstmal, bevor wir anfangen, gucken, wie deine Bauchmuskeln jetzt sind nach der Geburt. Die waren ja ganz schön gedehnt durch den dicken Bauch. Und jetzt lass uns mal checken. Dazu müsstest du einmal das T-Shirt. Ich mache mich mal nackig hier. Genau. Super, genau. Okay. Und um jetzt zu testen, wie deine Bauchmuskeln jetzt sind, müsstest du einmal den Kopf anheben, bitte. Und jetzt, wenn du tastest, genau hier, wo diese Linie war, zwischen deinen Bauchmuskeln, ist eine Ritze. Merkst du? Oh ja, aber auch eine ganz schöne. Die sogenannte Ritze. Also da geht eigentlich der Finger, wie fingerdick oder noch dicker? Ja, ne? Aber das geht bei dir. Ist okay, ja? Mhm. Da geht das noch dicker? Passen drei Finger. Drei Finger? Oder noch mehr. Wow. Mhm. Also bei dir ist schon super, du bist schon wieder recht knackig. Aber eine Tatsache ist, dass solange diese Ritze da ist und es soll irgendwann wieder so werden, dass du so ein Grübchen hast wie zwischen zwei Fingern. So in etwa. Okay. Ja? Ja. Solange diese Ritze da ist, solltest du keine Sit-Ups machen. Nur die schrägen Bauchmuskeln trainieren, damit die Bauchmuskeln wieder zusammengehen. Sonst wird die Ritze immer größer. Wie wenn du den Kopf jetzt anhebst bei einer Sit-Up-Bewegung, schiebt sich der Darm hier in diese Ritze und drückt die Bauchmuskeln gegebenenfalls immer weiter auseinander. Und das wäre schlecht. Okay. Dann hast du natürlich eine schlechte Haltung, schlechte Bauchmuskeln, schlechte Rückenmuskulatur, die wir ja letztendlich alle haben, weil wir viel zu viel sitzen. Ja. Und dann tut dir irgendwann alles weh. Okay. Und du siehst immer schwanger aus. Okay, das will man nicht. Ich zeige dir heute ein paar Übungen, die du direkt nach der Geburt machen kannst, sobald du dich wieder in der Lage dazu fühlst und Lust hast, die zu machen oder Not hast, die zu machen vielleicht auch. Und die normale Rückbildungsgymnastik, die man so im Kurs macht, sollte man erst nach 6 bis 8 Wochen beginnen und nach einem Kaiserschnitt eher nach 8 bis 10 Wochen. So, die erste Übung, die man so machen kann, die ist super, weil man muss überhaupt nicht denken. Man kann also total übernächtig meine sein. Meine Übung! Yeah! Man kann total übernächtig sein und trotzdem kriegt man diese Übung immer hin. Perfekt. Ganz einfach, du liegst, stellst ein Bein auf, das andere bleibt gestreckt. Ja. Und wichtig ist noch, dass man eher ein Doppelkinn macht. Wenn es so nicht so gut geht, dann mach mal über ein Kissen runter. Ja. Genau, dass der Nacken schön lang bleibt. So, und jetzt das ausgestreckte Bein, da ziehst du die Zehen zu dir ran, genau, und hebst dieses Bein einfach so, wie es ist, gerade so hoch wie möglich. Schön durchstrecken das Knie und wieder absenken, ohne abzulegen. Ganz genau. Und das machst du in deinem Tempo 5-mal, 10-mal, 30-mal, 200-mal. So, was bewirkt das? Das bewirkt, dass der Beckenboden angesprochen wird, ohne dass du was darüber nachdenken musst, ohne dass du was machen musst. Ja? Außerdem spannst du ein bisschen den Oberschenkel an und den Popo. Ja? Sehr gut. Und man ist meistens auch nicht mehr so gedehnt, weil so eine Übung macht man nicht, wenn man schwanger ist. Lange nicht. Hat man gar keinen Nerv drauf. Super, genau. Super. Das machst du einfach mit beiden Seiten. Ja, also das erste war die Übung, die du wirklich so direkt nach der Geburt kannst du nach einer Woche schon machen. Jetzt nicht nach dem Kaiserschnitt, aber nach normaler Geburt. Wenn du keine weiteren Verletzungen hast, dann kann man sowas schon machen. Das nächste wäre jetzt tatsächlich eine Übung, wo du den Beckenboden benutzt. Mhm. Und um überhaupt zu wissen, was der Beckenboden ist. Ich rede ja mal in Bildern, das hast du ja schon mitgekriegt. Also stell dir vor, du hast einen Tampon in der Muschi, ich ziehe an der Strippe und du willst mir das Ding nicht geben. Das ist der Beckenboden. Das spiele ich auch immer mit Jens. Meine Idee, meine. So, und damit du jetzt eine Übung hast, diesmal darfst du beide Beine aufstellen. Mhm. So, jetzt denkst du an deinen Tampon, ich will dir den klauen und du hältst den fest. Ja. Tampon festhalten und jetzt rollst du ganz langsam das Becken nach oben. Ja, super. Wunderbar, schiefe Ebene und jetzt ganz langsam wieder runter. Tampon schön festhalten.
Nackendank, also Kinn auf die Brust. Genau, ja, genau. Und jetzt checken, ob das Darf ich jetzt noch den Tampon? Jetzt kannst du nochmal locker, locker lassen. Okay. Und jetzt nochmal nachspannen. Dann machen wir das gleich nochmal. Also, Tampon festhalten. Ja. Becken hochrollen. Genau. Und langsam wieder runter. Okay. Und um dich jetzt gänzlich zu verwirren, atmen wir dabei auch noch. Oh mein Gott. Oh je. Jetzt habe ich immer ein bisschen Atem angehalten. Genau, habe ich gemerkt. Ja. So, also machen wir nochmal. Das heißt, wenn die Anstrengung ist, das heißt, wenn du dich nach oben rollst, atmest du aus. Okay. Tampon festhalten, Becken hochrollen. Kannst du einatmen, wenn du willst, zwischendurch. Genau, du könntest als oben auch einmal verharren, kannst einmal atmen und beim Ausatmen wieder runter. Aha. Oder du gehst mit der Einatmung hoch und mit der Ausatmung wieder runter. Okay. Das kannst du machen, wie du willst, je nachdem, wie schnell du trainieren willst. Wichtig ist immer, wenn du unten angekommen bist, ist dein Tampon noch da. Du Janice, wenn man jetzt im Alltag, wenn man einfach merkt, das höre ich ja auch immer wieder und kriege auch manchmal so Nachrichten von den Mamis dann draußen, dass man dann einfach merkt, oh, da kommen so ein paar Tröpfchen raus im Alltag, ne? Der Beckenboden ist nicht mehr so ganz aktiv und nicht mehr so gut trainiert. Gibt es auch so Übungen, die man so ganz beiläufig im Alltag machen kann? Auf jeden Fall, ja. Das ist die Sache mit dem Tampon. Ja. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel von diesem Sessel aufstehen willst, dann wäre es gut, das Ganze nicht so zu machen, dass du die Beine nebeneinander stehen hast. Ah, okay. Weil das ist so ein bisschen die Position, wie man auch auf dem Klo sitzt. Ja, ja, eher so ein bisschen locker und entspannt. Ja. Mehr Spannung im Körper hättest du, wenn du die Beine in Schrittposition hättest. Das heißt, so aufstehst, als ob du gleich losrennen wolltest. Ja. Ja? Du kannst dich ruhig hier oben abstützen an den Oberschenkel. Mhm. Wichtig ist, dass du dein Tampon festhältst. Ah ja. Also Tampon festhalten. Zack. Und dann steh mal auf. Versuch mal. Genau. Weil das Ganze machst du mit geradem Rücken. Und hast ist das gut, wenn das Bein hier Po angespannt? Ja. Muss das Bein hier so unten sein? Auf der Fußsohlen müssen die auf dem Boden sein oder können die auch so ein bisschen... Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Ja? Hauptsache, oh, da ist eine Katze. Ja, ist das nicht. Man sollte sich dann nicht auf die Katze setzen oder ist besonders gut für den Beckenboden. Auf die Katze setzen. Ist auf jeden Fall weich. Ja. Mann, Mia, ey. Ist dann raus. Okay, so. Genau. Also in Schrittposition. Ja. Und dann... Gerader Rücken und aufstehen. Gerader Rücken, Tampon festhalten. Genau. Oh, jetzt habe ich mein Tampon vergessen wieder. Ja. Oh, jetzt ist es rausgefallen. Nee, du hast automatisch schon Spannung, aber wenn du noch dran denkst, bist du der Held. Okay. Tampon festhalten, zack. Aufstehen. Und aufstehen. Super. Ja, das ist super. Ich glaube, das ist auch wirklich sowas, was man einfach immer wieder mal machen muss und dann ist das so im Alltag so selbstverständlich. Dann baut man das einfach so ein, ohne drüber nachzudenken. Diese Tampon-Geschichten sind eh super. Ja. Du kannst hier überall so Post-it-Zettelchen ranmachen. So an die unmöglichsten Stellen, zum Beispiel da ans Treppengeländer. Und dann weißt du, okay, Tampon festhalten, dann laufe ich die Treppe hoch und wenn ich oben bin, checke ich, ist mein Tampon noch da. Ja? Oder beim Händewaschen, ja, oder so, dass man alle Sachen in Schrittposition macht, auch wenn du Fritzi jetzt hier aus dem Bettchen rausnimmst, dass du das nicht so rund machst, sondern immer eher so ein bisschen in die Knie gehen, in Schrittposition, dann hat man automatisch einen geraderen Rücken. Ja. Ich meine, für Jens ist es auch nicht schlecht mit dem Tampon. Ist für alle gut. Eigentlich, ne? Ob Mann oder Frau, siehst du? Beckenboden ist für alle wichtig. Ja. So, wir verabschieden uns jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da wäre ein Daumen hoch total toll. Würden wir uns beide riesig freuen. Und sagt mal, wenn euch das Video gefallen hat, ja, und ihr mehr solche Übungen sehen wollt, dann schreibt uns das einfach unten in die Kommentare, weil du hast doch da auch noch tausend andere schöne Übungen. Genau, ich könnte noch ein paar Übungen zeigen für den geschundenen Rücken und Nacken, den wir ja alle kennen. Total, von Kinder tragen, anheben immer, ist alles immer verschwand. Ach, und übrigens, die beste Hebamme aller Zeiten, die hat jetzt auch eine ganz tolle neue Homepage. Ich habe jetzt eine Homepage, hebammeberlin.berlin. Und das wäre ganz toll, wenn ihr da mal raufguckt. Ich habe jetzt auch einen Blog und wenn ihr mögt, schreibt doch einfach ein paar Themen da rein, die euch interessieren. Das würde mich freuen. Danke. Also wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Dicken Kuss. Tschüss.